Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur die wunderschönsten Menschen der Welt zu sehen, Freunde. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich sehr darauf, heute bei einem Lied reinzuhören, was ihr alle wahrscheinlich schon kennt, weil das komplett viral geht auf Spotify, auf YouTube Music, auf TikTok. Ich habe tatsächlich nur diesen einen Mini-Schnipsel gehört aus TikTok, der da so bekannt ist quasi. Ansonsten habe ich von dem Song noch nichts gehört und noch nichts gesehen, aber der liebe A-Side himself hat mich gefragt, ey, Brudi, hast du Bock darauf zu reagieren, so, weil, ihr habt vielleicht bei Monty auf dem Instagram-Account auch mitbekommen, er ist letzte Woche beim Release ganz, 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 ganz knapp auf die 2 nur gechartet und nicht auf die 1, hinter Ed Sheeran ist er gekommen. Und hat jetzt nochmal ein Bundle rausgebracht und hat nochmal alle möglichen Kräfte bewegt, sag ich mal, um jetzt versuchen, auf die 1 zu charten in der aktuellen Woche. Deswegen auch nochmal vorne jetzt hier diese Reaction, gönnt euch den Song, kauft ihn und streamt auf offiziellen Plattformen. Das würde sehr, sehr doll supporten. Ansonsten werdet ihr jetzt mal eine ehrliche erste Meinung zu diesem Track hören. Den kleinen Ausschnitt, den ich bis jetzt von TikTok kenne, der hat mir actually sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es ist eine schöne Melodie. Wir haben ja von Monty letztens auch mit Elif zusammen den Song abgehört, wo es das erste Mal für mich war, dass ich von ihm bewusst einen Song gehört habe. Und genau, das heißt, wir haben jetzt hier von Montez Auf und Ab, produziert von A-Side himself. Und ich freue mich actually sehr, sehr doll drauf reinzuhören. Wir schauen noch ganz kurz rein. Das Video ist von Cloud59 Production. Sagt mir nicht direkt was, aber habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Link zum Original, wie gesagt, ganz oben in der Beschreibung. Gönnt, supportet, kauft und zusammen können wir Monty auf der 1 holen, Freunde. Klappt dran. Let's go. Auf und ab von Montez. Das ist halt der Ausschnitt, den ich kenne, den wir alle kennen. Ich liebe seine Stimme drin. Ich liebe seine Stimme drin. Geiles Ding. Das ist alles, was ich kenne. Das ist alles, was ich bis jetzt kenne. Okay, das Musikvideo setzt da quasi an, wo er diese Insta-Story oder so gemacht hat, scheinbar. Man muss direkt sagen auch, Montez, schöner Mann. Schöner Mann. Kann man nicht anders sagen. Voll so die Backstory hier in dem Musikvideo scheinbar. Ey, Rita Ora und Drake, Mann. Nice, Mann. Yo, bro, amazing song. God is with you. But I'm the greatest. Wer ist Tom Bohne? Jordi ruft an. Haben wir die wirklich im Video jetzt auch? Was geht? Ja, mach ich bald. Ey, wie cool, dass Jordi hier mit drin ist, Mann. Das wusste ich gar nicht. Das Musikvideo ist ja voll nice. Ich fand das eben schon nice mit den ganzen American Rap Stars quasi. Ey, das ist nice, dass sie mit dabei ist. Schreiben mir voll viele gerade. Ja, ich mach das. Ey, geil, Mann. Okay, machen wir. Bye, bye. Ciao, geil, ciao. Mann, ey. Ciao. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Sympathischer Einstieg im Video. Ich will, dass du neben mir aufwachst und der Sex ist zu laut für Nachbarn. Diese Stimme ist dieses andere perfekt, Mann. Er hat so eine außergewöhnliche Stimme, Mann. So eine Stimmfarbe, so eine außergewöhnliche. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Oh! Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Und der geht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Bro, auch ein schöner Beat. Hört, könnte auch so ein guter Beat tatsächlich, wo wir am Anfang bei Justin Bieber waren. So ein Justin Bieber Ding sein, oder nicht? Geil, geiles Ding, A-Side. Dass du neben mir aufwachst und das Sex ist zu laut für Nachbarn. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war.
Es ist halt dieser Nummer 1, es ist dieser Nummer 1 Song, der es auch werden muss, Mann. Es ist einfach diese Nummer 1 Melodie, dieses, was auf und ablaufen muss eigentlich. Den Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Yeah, yeah. Erzähl mir keine Storys über letzte Nacht, wenn du noch die Hälfte so vergessen hast. Ey, krass, okay, wait, vielleicht haben wir hier noch mehr Leute drin. Er ruft jetzt nebenbei andere Leute auf FaceTime an. Ich sag's, wie es ist, wenn du's fürs nächste Video nochmal brauchst. Nummer kriegst du von A-Side. Zack, zack, zack. Hier und da. Ruf an, ich geh ran, spontan am Video schneiden. Ich sing dir gerne hier die. Ich sing dir die nächste Bridge, sing ich dir einfach. Ich sag's, wie es ist. Mach ich dir. Sag mir, Baby, für lau. Du verlierst es, wenn du mit mir. Ey, sowas liebe ich. Komm, erzähl mir, wovor du Angst hast. Und ich leg uns 10er Cards in den Wandschrank. Ja, ich weiß, es läuft nur so mittelmäßig. Vielleicht bist du enttäuscht, aber bitte geh nicht. Oh, Bro, ich liebe diese Voice Control, weil diese kleinen Melodien, die er da reinbringt. Dieses Zittrige so, aber dieses positiv Zittrige. Geil. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Hey, schön, dass du neben mir aufwachst. Oh, ist er auch geschlafen, geil. Geil. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit. Bro, einfach Nico Santos auch. Hä, wer kommt als nächstes, Bruder? Krass. Ey, ich liebe solche Sachen, weil das zeigt immer, wie connected Deutschrap ist. Und wie connected deutsche Musik allgemein ist, so, wisst ihr? Wie nice ist es, dass alle so sagen, ey, hier, kann ich dich im Musikvideo haben kurz? Kurz machen wir ein FaceTime-Video oder so. Perfekt, zack, zack. Sowas liebe ich, weil es einfach so Zusammenhalt irgendwie zeigt. Das mag ich voll gerne, Mann. Zwischen uns immer nur ein Auf und Ab war. Hm. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Schick mir keine Herzen, wenn du feiern bist. Okay, die kenne ich leider nicht. Chiara Castelli. Mein Kopf, Castelli kommt mir bekannt vor. Ich weiß nur, dass du nicht alleine bist. Du sagst immer, ich hab keine Zeit für dich. Es ist kurz vor 4 und du bist nicht hier. Baby, komm, erzähl mir, wovor du wegrennst. Ich würde. Auch so ein geiles Sommervideo eigentlich, ne? So ein nicer Sommersong. Hätte gerne auch. Der hätte vielleicht einen Monat früher kommen müssen. Oder vielleicht so 3-4 Wochen früher kommen müssen. Dann wäre auch Ed Sheeran nicht im Weg gewesen. Ja, ich weiß, es läuft gerade so mittelmäßig. Ey, Eugen, nice, Mann. Ich mag Eugen voll gerne. Ich habe mir letztens ein Dagi B-Video reingezogen, weil es in den Trends irgendwie war. Da war Eugen, das war so ein Q&A zur Schwangerschaft irgendwie. Da war Eugen so sympathisch. Ich habe noch nie irgendwie so ein richtiges Video von dem mitgesehen. Richtig sympathischer Dude, glaube ich. Vielleicht bist du enttäuscht, aber bitte geh nicht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und der Sex ist zu laut für Nachbarn. Ey, das ist so ein starker Song einfach. Die letzte Zeit zwischen uns immer nur auf und ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Und der geht. Ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, wie letzte Nacht war. Ich will, dass du neben mir aufwachst und ey, geil, einer auch im Start. Ey, geil, Mann. Coole Leute am Start. Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur auf und ab war. Hier ein Song für dich, den ich mir gerade ausgedacht hab. Oder dieser Beat. Takt auch am Start, geil. Bruder, holy shit. Viele wissen nicht, das Haus hat Monty selbst gebaut. Das hat er gebaut mit der Ace halt einfach. Deswegen kam der Song so spät raus. Hörprobe schon vor gefühlt 3 Jahren rausgekommen, dann erstmal Villa gebaut. Erstmal ein bisschen Berufsumorientierung. Wichtig gewesen. Heftiges Ding, Mann. Holy shit. Erstmal extrem cooles Musikvideo. Props dafür. Ich liebe diesen Zusammenhalt in Deutschrap, in der deutschen Musik einfach. Und da waren coole Leute am Start, actually. Da waren richtig coole Leute am Start. Und das zeigt, wie connected das ist und wie. Keine Ahnung. Deutschrap wird immer so, oder was heißt Deutschrap? Weil viele werden wieder sagen, oh, das ist für mich jetzt kein Deutschrap. Aber so, in die deutsche Musikkultur wird immer so dargestellt, dass jeder niemanden irgendwas gönnt. Oder, keine Ahnung, da alle nur Auge werfen. Aber das zeigt halt, dass es auch eine andere, gute Seite gibt, Mann. Und ey, ich kann nur sagen, ein Hit. Es ist vielleicht nicht für jeden was, weil es so mehr oder weniger ein typischer Radiosong ist, was oft negativ behaftet ist, was ich finde ich aber gar nicht negativ behaftet sich anhören soll, weil es einfach ein Hit ist. Das ist ein Hit. Das ist einfach ein Ohrwurm. Eine kranke Melodie, die bis ans Lebensende im Ohr bleibt. Und wie sagt man, so ein Evergreen ist das. Sagt man das so? Ich glaube, so ein Evergreen, so ein Dauerbrenner. Wisst ihr, so, den kann man auch noch in C, sowas wie, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, von Bowser. Das wird immer noch gespielt, weil es im Ohr bleibt. Und das ist genau so ein Ding. Wisst ihr, das bleibt einfach im Ohr.
Deswegen, falls ihr Monty supporten wollt, kauft das Ding und wenn ihr das nicht wollt oder nicht könnt, dann streamt auf offiziellen Plattformen Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music. Das bringt enorm viel und würde sehr supporten. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste, Mann. Geiles Ding geworden, geiles Musikvideo vor allen Dingen. Und Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns ja bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.